Hallo, wir sind Elias und Marco. Wir sind von Internet of Coffee, wie bereits angekündigt. Und es kennt doch vielleicht jeder das Szenario. Man hat einen derben Kater aufgemacht, weil man. Ist doch normal, wenn man zu viel Mate trinkt. Gerade frisch aufgewacht. Man fühlt sich komplett schlecht. Und was hilft da? Genau, Kaffee. Aber ich meine, um Kaffee zu holen, muss man ja erstmal in die Küche gehen, Kaffeemaschine starten und dann noch 5-10 Minuten warten, um den Kaffee zu bekommen. Da haben wir uns gedacht, wie kann man das verbessern? Ja klar, mit einer ferngesteuerten Kaffeemaschine. Ist schon in Ordnung, wenn da Leute sagen, ja, habe ich schon mal von gehört, gibt's doch schon. Wir haben uns gedacht, wir machen das Ganze modular, damit man seinen eigenen Kaffee sozusagen im Voraus zusammenstellen kann und sozusagen einen Starbucks zu Hause hat. Genau, wir haben eine Kaffeemaschine mit einer Webschnittstelle entwickelt. Man kann einfach sagen, mach mir bitte mal einen Kaffee. Das machen wir auch gleich. Man kann die Temperatur abrufen. Und ja, wenn ich jetzt auf diesen Knopf drücke, dann fängt es an zu heizen. Das symbolisieren wir hier durch eine LED. Eine echte Heizwende oder ähnliches durften wir nicht bauen, weil dazu hätten wir Kurzspannung nehmen müssen. Genau, jetzt hat es fertig geheizt und jetzt bewegt ein Schrittmotor, der von dem Raspberry Pi angesteuert wird, den Kanister mit dem Wasser über den Kaffeefilter. Das heiße Wasser läuft in den Kaffeefilter durch und in die Tasse. Weiterhin wurde uns noch aufgezwungen, in dem Vortrag zu sagen, was dieses Projekt jetzt, wie man mit diesem Projekt die Welt verbessern kann. Das ist ein Kaffee. Genau, und Probleme hatten wir relativ. Es ging. Das größte Problem war halt die Heizspule, die wir nicht machen konnten, weil wie gesagt, wir nicht mit Netzspannung arbeiten dürfen oder ähnliches und sich Wasser und Elektronik jetzt nicht so gut vertragen. Und letztendlich auch das Übertragen von Skripten von einem Arduino auf ein Raspberry, das ist relativ schwierig. Genau. Ja, vielen Dank.